So. Hier ist noch was, was ich, ein unerforschter Ort. Und dann muss ich das Diadem noch abholen. Ich muss ja sowieso hier schwupp. Ach, hier ist die Fleischerei. Vielleicht kann ich da gleich noch Wildfleisch einkaufen. Ach, das Diadem kann ich eh erst heute Abend abholen, oder? Ich guck mal, ob was vielleicht schon fertig hat. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich halte mein Wort. Natürlich ist es fertig. Hier, bitte. Schade, dass du den Moldavit nicht gefunden hast. Ohne ihn ist es nicht so schön. Gott behüte dich. Tja, muss reichen. Ich finde, ich sehe mega... Ich könnte noch ein paar vernünftige Handschuhe vertragen, aber ich sehe mega edel aus in diesem Zwirn hier. So, ich laufe mal gerade einfach zur Metzgerei. Kann ich einfach hier durchlaufen? Oder auch nicht. Ja. Boah, blendet die Sonne. Herrlich. Ach, Mist, ich hätte doch hinreiten sollen. Das sieht nicht nach Metzgerei aus. Wohin läuft Zach denn? Hä? Da ist doch die Metzgerei. Ist das hier doch die Metzgerei? Verstehe ich nicht. Alle am Joggen hier. Sportliches Völkchen. Hallo? Schloss knacken, sehr schwer. Ich habe noch nie ein Schloss geknackt, ne? Wollte ich nur mal anmerken. Ja, hier sind die Ställe, aber wo ist denn hier die Fleischerei? Das verstehe ich nicht. Oh. Schicke Pferde. Dann ist es hier wahrscheinlich die Metzgerei, aber hier ist niemand. Salz. Vor allen Dingen so ein Riesenfass Salz, genau. Dann esse ich erstmal was. Oh Scheiße, ich war ja schon überfressen. Aber wenn er es hier so rumstehen lässt, dann kann man auch stehlen. Nein, ich will hier nichts stehlen. Ich würde gerne mit dem Fleischer reden. Aber der ist nicht da. Das finde ich blöd. So, was haben wir denn noch zu tun? Ich gehe erstmal wieder zurück. Versuche auch direkt noch die Schlägerei. Oh Leute, guckt mal, wie das aussieht mit diesem glänzenden Schlamm der aufgehenden Sonne. Herrlich. Wirklich wunderbar. Jetzt kann es aber auch wirklich langsam mal aufhören zu regnen, finde ich. Bruder Nikodemus.
Hab Dank. Warst du zufrieden mit meiner Arbeit? Du sagst, es sei erledigt, aber ich habe es mir angesehen. Das nennst du vollendet? Geh nur. Ich mach das lieber selbst. Was? Über dich wachen. Was für ein Arsch. Er hat nicht gesagt, dass ich neben dem Garten der scheiß Unkraut auch noch ziehen soll. Pff, Geistliche. Verstehst du etwas von Kräutern? Ein bisschen schon, aber ich bin kein Experte. Eilt es? Nun, einer der Bauarbeiter wurde verletzt und würde gern wieder an die Arbeit gehen. Er sprach von violetten Blumen, die... Kräutern. Violetten Kräutern, die helfen sollten. Auswendig kann ich dir nicht sagen, welche er meinen könnte, aber sieh im Herbarium nach. So viele Violette kann es nicht geben, die bei Blessuren helfen. Wo ist denn dieses Herbarium? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Mist, kann ich noch nicht, okay. Ich denke darüber nach. Kann nicht schlafen. Möge Gott über dich wachen. So, was haben wir hier noch? Die Schatzkarte. Rezept für Wasser der Lethe. Was ist denn das? Ein kräftiger Schluck reicht aus, um leichtsinnige Entscheidungen, die dein ganzes Leben beeinflussen, rückgängig zu machen und deine Spezialisierung neu auszuwählen. Aha. Kann erst nach Erreichen von Stufe 5 gelesen werden. Ja, aber das Lehrbuch der Alchemisten nehme ich auf jeden Fall mit. Heilt Vergiftungen, hilft jedoch nicht bei einer Lebensmittelvergiftung. Ringelblumenaufguss, der ist natürlich super, ne? Was kostet der denn? Ja, davon nehme ich alle beide, bitte. Die sind super. So, was kann ich ihm denn noch verkaufen? Federn, darf ich damit eigentlich meinen Helm schmücken? Komm, den Wappenrock verkaufe ich jetzt. Verkaufe ich meinen Baldrian. Und ein bisschen Minze. Und den Rest vom Rüstungsset. Sehr gut. Und dann feilschen wir noch ein bisschen. Reden wir über den Preis. Ist gut. Soll ich den Tipp mit dem Herbarium geben? Hab da bestimmt eine Dreiviertelstunde gesucht. Ich such gleich mal kurz 5 Minuten, Geisterbär. Und wenn ich es dann nicht finde, kannst du mir sehr gerne einen Tipp geben. Sind wir uns einig? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. In Ordnung. 285, na bitte. So. Ist das das Herbarium? Gegen Flöhe und Warzen. Krätze und Hautwucherungen aller Art sind genauso wie Insekten und dergleichen seit jeher als die Geißel der Menschheit bekannt. Wer seinen Körper schützen möchte, sollte es vermeiden, bei Tieren zu schlafen, sich mindestens einmal alle 2 Wochen mit Wasser waschen oder ein Badehaus aufsuchen und seine Kleider in die Sonne hängen. Denn Wasser und Sonne vertreiben jegliche Hauterkrankungen, während Krankheiten gedeihen, wo der menschliche Körper schmutzig und übelriechend ist. Meide Vagabunden und Bettler, da sie viele Krankheiten haben und dich leicht anstecken könnten. Flöhe. Nimm einen neuen Topf und fette ihn ausgiebig mit Ziegenschmalz ein. Das sollte alle Flöhe in den Topf locken oder dafür sorgen, dass sie sich um ihn scharen. Außerdem kannst du deine Räumlichkeiten mit Wermut besprengen. Angeblich sollen Flöhe auch sterben, wenn man Wolfskot oder Wermut mit Raute kocht. Doch das verlässlichste Mittel ist, die Böden mit einem Besen zu kehren und jeden Morgen das Bettzeug in die Sonne zu hängen. Ebenso ist es ratsam, ein Bad zu nehmen, am besten im warmen Wasser. Wichtig ist darüber hinaus, die Kleider zu waschen und in der Sonne zu trocknen. Wenn du diese Anweisung befolgst, wirst du gewiss Flöhe los. Warzen. Nimm jungen Löwenzahn und trage eine dicke Schicht seiner Milch auf die Warzen auf. Das sollte sie absterben lassen. Oder nimm Kreuzkraut, lateinisch Senocchio, verrühre es mit Essig und trage es auf die Warzen auf. Du kannst sie auch regelmäßig mit Salz
und warmem Essig einreiben oder nimm einen Pilz namens grauer Wulstling und reibe damit deine Warzen ein. Aus Skyrim oder was? Geil. All dies sind Mittel und Wege, um deine Warzen zu beseitigen. Du solltest sie niemals mit einem Messer wegschneiden oder mit heißem Eisen versengen, da sie sonst schnell und vielleicht sogar zahlreicher wiederkehren. Mhm. Das war also nicht das Herbarium. Haltbares Brot. Bist du das Herbarium? Alchemie beginnen. Ha! Du bist aber nicht das Herbarium, oder? Wermutgeist. Klappt das jetzt automatisch auf? Sanduhr, Blasebalg, Inventar, Hilfe! Alchemie ist eine nützliche Fertigkeit, um Kräuter und andere Zutaten in Tränke und Heilmittel zu verwandeln. Dazu benötigst du Kenntnisse über Alchemie, ein Rezept, einen Alchemietisch und die benötigten Zutaten. Im Alchemielabor findest du auf der rechten Seite des Tisches ein Herbarium mit allen Eigenschaften. Ha, siehst du mal. Der Kräuter und allen Rezepten, die du bislang gelernt hast. Du öffnest es mit E und blätterst mit Q durch die Seiten mit den Rezepten und Pflanzenbeschreibungen. Am besten folgst du den Rezepten aus dem Buch. Halte im Rezept E gedrückt, um sämtliche nötigen Zutaten direkt auf dem Alchemietisch bereitzustellen. Mhm. Die Schwierigkeit des Brauvorgangs variiert und jedes Rezept besteht aus unterschiedlich vielen Schritten. Der erste Schritt ist immer das Einfüllen der Trankbasis, die du auf den Regalen zu deiner Linken findest. Dann fügst du dem Kessel die Zutaten von Bord rechts hinzu. Sollte das Rezept es erfordern, musst du die Zutaten mit Mörser und Stößel zermahlen. Du kannst dazu die Schale neben dem Mörser und Stößel benutzen. Mhm. Der nächste Schritt ist, die Mixtur je nach Rezept mit entsprechender Flamme zu brauen. Diese wird mit Hilfe des Blasebalgs Q reguliert. Während es manchmal genügt, etwas bei niedriger Hitze zu erwärmen, musst du manchmal den Blasebalg so lange benutzen, bis die Mixtur kocht, was du am Blubbern erkennst. Du musst mit Hilfe der Sanduhr F sorgsam bemessen, wie lange der Trank braut. Das Gebräu kann dann direkt vom Kessel in die Fiole gegossen oder destilliert werden. Die Abfolge eines Rezepts muss präzise eingehalten werden. Weichst du zu stark davon ab, ist der Trank unbrauchbar, was bedeutet, dass du alle angewendeten Zutaten verlierst und der Brauprozess wiederholt werden muss. Boah, ist das krass kompliziert. Ich finde das super, dass die Wörter manchmal ein wenig verdreht sind, die Heinrich nicht so gut lesen kann. Ich mag das auch, habe ich beim Lesen schon gesagt, auch dass ich das total geil finde, dass man so ein bisschen... hast du schon den Treit... Den was? Den Treit letztes Angebot gelernt? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe aber noch einen Punkt, wo ich das anwenden könnte. Soll ich dir einen Tipp mit dem Herbarium geben? Brauchst du jetzt nicht mehr Geisterwehr? Danke dir. So. Ich muss also das Herbarium mir angucken. Ein bitterer Kräuterschnaps, der deine Venen mit Stärke erfüllt, aber auch zu merkwürdigen Visionen führt. Deine Stärke und deine Fertigkeit Kampf sind für 10 Minuten um 5 Punkte erhöht. Brauche ich nicht. Retterschnaps brauche ich auch nicht. Schlaftrunk. Da, wenn ich schlafen kann oder viel Vieh zur Ruhe bringen muss, möge diesen Trank brauen und anwenden. Doch Vorsicht vor zu häufigem Gebrauch, denn er vermag den Geist zu schwächen. Bei weinenden Kindern reicht die halbe Dosis. Bereite Öle und je eine Handvoll Mohnblumen, Disteln und Einbeeren vor. Mhm. Öl, Mohnblumen und Einbeeren muss ich kaufen. Gib die Mohnblumen in den Kessel und lass sie für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Gib die Disteln hinzu und lasse alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Lass dieses Gemisch abkühlen und gib dann die Einbeeren hinzu. Einmal Mohnblume, einmal Einbeere, einmal Distel und Öl. Mhm. Gut. Kräuter. Ach so. Ah, Rezepte. Aha. Zurück ist A. Ach so, nee. Hier muss ich zurück wahrscheinlich. Öl. Benutzen. Hui, da macht aber viel rein. So, und jetzt war... Einmal Mohnblume, Disteln, Einbeeren. Mohnblume in den Kessel, einen Sanddurchlauf kochen, dann Disteln... Nochmal kochen. Also Mohnblumen kochen, Disteln kochen und dann abkühlen und Einbeeren hinzugeben. Alles klar. Mohnblumen kochen, Disteln kochen. So, wo war das mit dem automatischen Ding? Destillator. Zurücksetzen. Inventar.
Ach, habe ich überhaupt Mohnblumen? Mohnblumen habe ich. Disteln und Einbeeren waren das, ne? Das ist sicher weder Disteln noch Einbeeren, muss ich erstmal ganz kurz kaufen. So. Kann nicht schlafen. Alles Gute. So. Ein Distel reicht mir und eine Einbeere reicht mir auch. So, und kaufen. Also nochmal Öl. Ach so, stand da übrigens köcheln oder kochen? Du kannst, wenn du alles im Inventar hast, das auch mit E vorbereiten. Dann musst du das nicht einzeln aus dem Inventar suchen. Okay. Vorbereiten. Gut. Wunderbar. Wieso ist denn das Öl jetzt wieder weg? Das ist ja doof. Wo ist denn das jetzt vorbereitet? Hä? Wie ist... Ach so. So, Mohnblume. Ab in den Kessel. Dann einmal die Sanduhr umdrehen. Und wir benutzen jetzt einen Blasebalg, damit Q. Ich kann einfach nicht. So. Einen Durchlauf kochen lassen. Wunderbar, dann die Distel hinzufügen. Schwupp. Einmal kochen lassen. Abkühlen lassen. Ist es jetzt schon kühl? Ja, wa? Und jetzt die Einbeere hinzu. So. Und jetzt? In den Destillator oder was? Ich finde einfach keinen Schlaf. Wie nehme ich das denn jetzt? Zurücksetzen? Ich will es ja nicht zurücksetzen. Ich will es jetzt so machen. Hä? Geisterbär? Wie mache ich denn das jetzt? Da, Fiole? Ah, jetzt kann ich das abfüllen, oder was? Dies wird den Trank fertigstellen. Immer bitte. Gut. Yeah! So, und jetzt gehe ich hier erstmal weg. Denn sonst hält der nie die Fresse. Ich habe hier etwas für dich. Wirklich? Trink das und du schläfst wie ein Stein. Oh, danke. Mach's gut. So, sehr schön. Johanka setzt sich in das Ding. Auch interessant. Heinrich, wie geht es dir? Du weißt nicht zufällig, was Fritz und Matthäus angestellt haben, oder? Hör bloß auf. Die beiden waren nur leicht verletzt im Vergleich zu den anderen hier. Und nachdem sie eine Weile rumlagen, wurde ihnen langweilig. Also fingen sie an zu saufen. Ich schufte hier für die Notleidenden und die beiden Zechen. Und dann noch mit diesem Tor Elias. Sind doch schon immer Rabauken. Aber wenigstens haben sie die Quittung dafür gekriegt. Wer ist dieser Elias eigentlich? Einer der ordinierten Mönche, die hier aushelfen. Er war es auch, der den Schnaps mitbrachte. Die drei haben sich auf Anhieb verstanden. Der gleich und gleich gesellt sich eben gern. Alles klar. Irgendeine Ahnung, was der Zankapfel war? Nicht die geringste.
Eben noch sind sie die besten Freunde auf der Welt und plötzlich zanken sie sich. Die Fetzen sind geflogen, also hat man Fritz und Matthäus umgehend rausgeschmissen. Logischerweise. Was für ein Mensch ist dieser Elias? Im Grunde eine graue Maus. Und warum setzt er Fritz und Matthäus so hart zu? Seinetwegen ersticken sie in Schulden, bloß wegen einer kleinen Balgerei. Ich weiß es nicht. Er war derjenige, der sich mit ihnen anfreunden wollte. Ich glaube kaum, dass er wegen des Sachschadens so sauer ist. Wohl eher aus verletztem Stolz. Danke. Ich denke, ich weiß alles. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Danke. Mehr wollte ich nicht wissen. Dann viel Glück. Dankeschön. Haben wir schon wieder so spät? Wie spät ist es denn? Okay. Dann lege ich mich tatsächlich jetzt doch heute Nacht mal hier hin. Wo war denn, war dieses Bett hier frei oder ist das Johankas Bett? Na. Dann lese ich noch ein bisschen, würde ich sagen. Ein bisschen Alchemie. Ruhe und Frieden daheim. Genug Quecksilber und ein Überfluss an Blei. Zeit, Gold zu machen. Ach, ich habe noch nicht die nötige Fertigkeitenstufe erreicht, um dieses Buch zu lernen. Da muss ich doch wieder mehr über Reiten lesen. So, ich finde, 2 Stunden können wir schon. Ach, Fortschritt 100%? Bin ich das, habe ich das Buch dann durch, oder was? Tatsache? Echt, ja? Kann ich ja nicht nochmal aus dem Buch lernen, wenn ich Fortschritt habe? Fortschritt 100% habe? Wahrscheinlich nicht, ne? Hallo Lexikon! Weiß das jemand? Du hast verbessert Reiten. Sehr schön. So, und jetzt will ich schlafen. Ja, bis 6 Uhr können wir mal schlafen. 6 Stunden ist immer gut. Eine gute Zeit zum Pennen, ne? Seit wann bist du denn online? In 2 Stunden oder so? Bestimmt schon.